denkt. Schorka ist da hinten. Da hinten sind sie. Crime hier. Da. Oh, da sind sie beide. Hier ist ein Canyon, Marcel, hier ist ein Canyon. Die sind beide. Da waren wir doch schon bei uns, natürlich, ja. Nee, geil. Da hinten, nee, ja. Sollen wir euch helfen kommen? Es ist ganz mies. Nee, die haben keine Items. Na eben, mach die einfach fertig und dann. Wir wissen halt auch nicht, wo wir wo unsere Basis ist jetzt. Hier. Aber. Okay. Marcel, wo bist du? Oh, die sind auf dem richtigen Weg. Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Global World. Und ich würde sagen, wir sneaken. Sind immer noch in Leute, sneaken. Konfrontation. Sneaken, unbedingt. Die haben uns aber, glaube ich, eh schon gesehen, oder? Habt ihr Diamantschwerte? Ich habe Diamantschwerte, ich habe eins. Nee, ich könnte... Aber, Halt, sind ja welche? Philipp, wir behalten unsere Diamanten lieber noch, ne? Weil wir wollen, wir behalten die mal für was anderes. Okay. Gut, dann würde ich sagen, und ein Sprung und runter und weiter. Ist aber auch eine Kiste. Hat da jetzt schon jemand reingeschaut? Ja, da ist ein Zombie. Okay, alles klar, ich hab den Zombie. So, komm, lass uns mal runter. Die Mobs sollen uns jetzt mal nicht stören da oben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen mies, wenn wir jetzt hier... Aber die haben jetzt natürlich ein bisschen den Heimvorteil. Die kennen sich ja aus, ne? Hier kann man runterfallen, oder? Nee, nicht tief. Pass auf, dass da nicht niemand ist, der dich überrascht irgendwie dann, ne? Kommt ihr nach? Ja. Ja, ich komme nach. Ich bin da. Ah, die haben ja auf jeden Fall eine Mine Oh. Die haben so eine Art Canyon, ne? Da hinten sind die beiden Namen. Okay, wollen wir stürmen? Wollen wir töten? Oder? Stürmen. Kommt ihr? Und rauf. Stürmen. Hier sind zwei Diamanten drin gewesen. Huhu. Nimm die Diamanten raus. Oh, das ist so asozial. Nein, so ist dieses Projekt. Wir sind halt eiskalt hier. Ja, das T-Shirt kannst du dir kaufen. Ich glaube, das kriegen wir zurück. Wo sind die? Also ich würde sagen, die sind, ich glaube, da unten in dieser Höhlenbuchtung. Die müssen fliehen. Wo seid ihr? Wir sind hier oben noch. Warum seid ihr? Ja, wo? Ach, oben. Okay, gut, alles gut. Wo sind die? Ich glaube, da unten auf 12 Uhr, diese dunkle, schwarze Höhle. Mhm. Okay, dann rein da, würde ich sagen, oder? Hat jemand Fackeln dabei? Ja. Nein. Ich hab Fackeln. Okay, ja, ich hab 26. Huh, und jetzt weiter, ganz langsam. Nicht zu langsam, sonst sind sie nämlich weg. Sind ganz viele Mobs. Zurück. Zurück. Ich glaube, die sind irgendwie sogar noch weiter unter uns. Die müssen sich hier gut auskennen. Die haben wahrscheinlich irgendeine Fluchtmethode ganz gekannt. Jo, okay, ich glaube, Marcel, das kann hier nicht mehr doll weitergehen. Hier ist auch eine 300er. Also das heißt, die sind ihr... Stopp, Marcel, stopp! Ja, Nico, ich habe doch alles in Kontrolle, Mann. Ja, da stand die Chatnachricht doch schon längst. Das kann doch nicht... Weißt du, oh, hier geht's auch wieder... Wo sind die denn? Die müssen doch... Nein, ich bin hier gerade runtergefallen. Vielleicht da im Wasserloch? Ist da vielleicht irgendwas? Da bin ich. Ja, geht's dann weiter? Nee. Doch, hier unten geht's runter. Spring dann aber ins Wasserloch. Wasserloch. Ja. Hier geht's richtig weiter. Warte, ich mach das Wasserloch zu einfach. Springt bitte beide ins Wasserloch. Alle. Rein. Okay. Da sind Zombies. Die Zombies schwimmen jemanden hinterher, glaube ich. Nee, die werden vom Wasser weggetrieben. Vielleicht. Doch, da sind sie beide. Da sind sie beide. Rauf. Oh, da ist... Die haben die Schwerter. Rauf. Die fliehen. Nein. Oh, ich muss raus. Ich mach Schocker platt. Molly ist tot. Weg. Oh, das... Okay, ist tot. Wir haben sie so... Mies. Ah, geil. Aber ich kann keine Items einsammeln. Oh, und das war so fies. Alter, geil. Ich hab beide getötet. Wir sind so mies. Oh, das war natürlich mega böse. Ich würde sagen, abhauen. Wir müssen... Abhauen. Schnell unsere Basis. Wir müssen an unsere Basen denken. Aber und die Sachen mitnehmen von denen. Nee, komm, wir lassen denen so ein bisschen was liegen hier. Redstone, Barb, fertig. Ich würde noch gerne ein bisschen Rüstung haben. Habt ihr ein bisschen Eisen? Ja, warte, hier. Ich geb dir auch ein Rüstungsteil. Macht ihr schon. Wir müssen raus. Marcel, wie kommen wir raus? Laufen wir zum Backport. Hier entlang. Okay, ich glaube, wir laufen jetzt getrennte Wege, ja? Mir nach. Jonas, laufen wir einfach auf die 300er Linie, dass wir in die Mitte gespawnt werden. Ja, warte, hier. Ja, das ja, machen wir stimmt, jetzt. Das machen wir. Marcel? Ja, hier ist die Linie. Komm. Und ich bin drin. Du bist beim Spawn? Ja, ich auch. Die müssen hier in der Nähe sein beim Spawn. Wir müssen aufpassen. Oh, ja, außer sie haben besten Glück. Marcel, wo ist unsere Basis? Ich weiß. Vielen Dank. Okay, komm. Jeder geht zu seiner Basis. Wir müssen da ein bisschen auf die Basen aufpassen. Oh. Ich habe leider keine Eisenhose bekommen, aber okay. Naja. Ich habe aber auch keine. Also ich habe eine an, aber... Okay, schnell zu unserer Basis. Ich habe Angst, dass da gerade alles weggegrieft und geklaut wird. Genau, schnell. Wenn die da sind, die werden gekillt. Die werden sowas von gekillt. Eure ist natürlich böse auffällig. Unsere ist... Den haben wir aber jetzt mal richtig gezeigt, wo hier wirklich der Hammer hängt. Schorka ist da hinten. Da hinten sind sie. Crime hier. Da sind sie beide.
Hier ist ein Canyon, Marcel, hier ist ein Canyon. Die ja, sind beide. Da waren wir doch schon sind bei uns, natürlich, ja. Nee, geil. Da hinten, nee, ja. Sollen wir euch helfen kommen? Es ist ganz mies. Nee, die haben gar kein, die haben keine Items. Ja, eben, mach die einfach fertig und dann. Wir wissen halt auch nicht, wo wir wo unsere Basis ist jetzt. Hier. Aber, oh, Marcel, wo bist du? Die sind auf dem richtigen Weg. Nico, lauf einfach hier entlang, immer weiter zu unserer Burg. Ach, da bist du, ich seh dich. Hier ist unsere Burg. Oh. Aber jetzt fängt schnell, der Krieg schnell an. Zurück, nicht, dass sie hier sind. Die sind natürlich zu euch gelaufen. Unsere Burg ist dir zu sicher. Nico, du nimmst auf, ne? Ich nehm auf. Alles okay. Perfekt. Alles super. Sehr gut. Einfach die platt machen. Oh. Sorry? Hier wird sorry geschrieben? Sorry? Was ist das hier für eine Armee? Ich glaube, es spinnt. Aber ja, komm, ich steck mich hoch. Wir stecken uns hoch, dann können wir. Nein, warte. Was dann? So, immer so ein kleines. Wie wär's mit Sicherheit hier? Dann können die doch auch hoch, das will ich nicht. Nein, bam. Ich baue es wieder ab. Ich baue meinen Hook, steck es wieder ab. Fertig. Das war so gemein. Oh, das war gemein. Die haben die großen Töne gespuckt. Ich sag mal, wer große Töne spuckt, den bestraft einfach das Leben. Das kannst du ja mal in Chat schreiben. Nee, darauf habe ich gerade keine Lust, das zu schreiben. Denn wir müssen umgehend quasi weitermachen und unsere Basis jetzt wirklich sichern. Mhm, denke ich nämlich auch. Mal gut, dass wir noch keine. Sie haben gar nichts. Ja, das ist natürlich fieser in dem Battle. Wenn man einmal stirbt, dann hat man erstmal einen richtig riesen Rückstand. Weit zu hinten. Gar nichts, Alter. Das ist so mies. Das ist so richtig, richtig mies. Hat von euch jemand das andere Dia-Schwert bekommen? Ja, ich laufe gerade mit einem rum. Dann hat das Team eins von den Dia-Schwertern. Ich habe nämlich das andere bekommen. Also Nico, kannst du mal ganz kurz, ich werfe die Sachen hin, weil ich will jetzt nämlich umgehend und auch schnell unsere Basis endlich mal ein bisschen sicherer machen. Innen, ne? Ich werde die Mauer noch weiter hochziehen, die Türme an. Genau, warte, Nico, ich kann dir ein bisschen was geben. Ich habe massig Sachen. Ich werde auch die Eisenrüstung von denen safe. Und hier, da, das nimmst du bitte auch noch mit nach unten. Okay, mache ich. Und dann ist ja schon wieder vergessen, wo unsere Base ist. Okay, schnell und sie kommen da schon wieder, sie kommen da schon wieder. Die kommen, sie wollen greifen die dann immer euch an. Voll, Mann. Ach nee, aber die haben ja keine Chance, die haben ja jetzt YOLO, die haben jetzt also ja, kommt alles egal. Auch gerade umher. Wir müssen die auf jeden Fall von der Base weghalten, also die, wo bist du? Ja, ich bin hinter dir, hier, hey. Ah, da hinten sind sie. Ah, Shock, sind sie das hier? Nee, weiß ich nicht. Nee, das ist Aussie MC, oder? Okay, dann war Max. Da wurde ja auch was geschrieben, das war nur Philips Go hier am Ende. So, oh Marcel, du baust dich hier unter, ne? Das bist ja, du, ne? Ich baue nämlich jetzt hier die Mauern, also besser gesagt die ganze Wand richtig steil nach unten. Stimmt, ja, das wollten wir auch machen. Gemacht werden, weil das war immer noch viel zu hoch und da kann man viel zu leicht hoch, weil wir können ja unsere beiden Teams, oder sagt, wir können immer ja so mal testen, uns gegeneinander mal testen, ob die Burg oder die Festung sicher ist. Wir haben keine Festung. Zum Beispiel durch euch haben wir echt mitbekommen, dass man einfach sehr, sehr leicht hochkommt. Mhm. Und das ist ein nicht und das so muss natürlich geändert werden, denn bei uns ist hier nichts auf der unsicheren Seite. Crime, wo bist du? Aber das geht Drache. Ich glaube, das geht Drache. Das glaube ich nicht nur, das weiß. Aber guck mal, eigentlich rein theoretisch müssten die mich hier angreifen, denn ich habe ja beide getötet. Gesundheit, habe ich nicht auch jemanden getötet? Nee, ich hatte nämlich hinter euch nämlich noch die Wasserquelle noch schnell zugemacht, weil ihr wart dann nämlich mitten in der Wasserquelle. Shawkai was slain bei Hugo 3010, steht im Chat. Dann hab ich hab Shawkai getötet. Ja, ich bin hingelaufen. Nee, sorry. Es war beides rot, deswegen dachte ich. Aber ich habe tiefe Schuld auf mir. Ich habe einen Mord zu verbuchen. Deswegen, also rein theoretisch müssten die uns hier angreifen. Aber nee, aber wir sollten vielleicht jetzt nicht in die Base gehen, weil jetzt wissen die dann durch, wo wir wohnen. Und das ist nicht so gut. Ja, also sie waren ja noch relativ weit weg von der Base. Klar, sie waren auf dem Weg dorthin. Aber da war noch gut Platz. Und das gleich so zum Anfang der Folge. Ja. Das ist so mies. Die haben jetzt, aber die haben Glück, dass jetzt Tag ist und so, weißt du? Also naja, Glück im Unglück sozusagen. Ja, also ich kenne einige Menschen, die werden jetzt aus dem Projekt rausgegangen. Echt? Ja, da kenne ich viele, wo die jetzt eiskalt rausgegangen werden, weil wir geteamt haben. Da werden so viele jetzt. Das ist doch alles erlaubt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie, dass die was mit West Companies anfangen. Ja klar, das wäre jetzt schlau, wenn sie das machen. Eigentlich. Das wäre richtig schlau. Die Frage ist, ob die das oder machen die das? Ich glaube, die haben bestimmt, also den ihre Aufnahme, die muss ja so übersteuert einfach nur sein. Fuck, sie kommen! Und alles, aber. Wir waren schon ein bisschen pussyhaft, dass wir zu viert dahin gegangen sind, ne? Das meine ich ja, deswegen war das ja so mies, weil. Aber es ist ja alles, hier ist ja nichts verboten, deshalb, ne? Also. Wir waren einfach wie eine stürmische Armee, ja? Und wir haben sie ja wirklich eiskalt gestürmt. Also das war ja... Aber ich wäre fast gestorben. Ich wäre fast echt? Gestorben. Echt? Ich war auch nah am... Ich gar nicht. Also ich hatte da keine Probleme, bin ich der Meinung. Aber ich habe kein Essen. Aber ich habe... Marcel, ich habe vier Schüsseln.
Nico, ich hab Essen, Ja, sorry, ich hab immer das ganze Essen im Inventar. Gut, gut, gut. Genau. Es ist 9 Minuten der Folge auch erst um. Also wir haben schon am Anfang hier böse Dinge verbracht. Wie wär's, und ich wenn bin wir denen ein bisschen was schenken? Das, das ach, jetzt kommen sie wieder an. Ja, 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 auf jeden Fall hier. Das ist Krieg, ja? Wem willst du was schenken? Okay, ne, ich hätte dir so ein kleines Ausgleichgeschenk, weil ich so schlecht genau, war. Wir schenken denen am besten ein Eisenschwert und dann geht's los, ne? Nee, denen schenke ich doch kein Eisenschwert. Vielleicht ein bisschen Essen. Oh, die sind aber ja richtig... Boah, die hängen ja richtig, die hängen jetzt ja ganze 7 Folgen eigentlich hinterher. Die haben ja alles verloren, ne? Die haben also jetzt wenn sie sich nicht irgendwo was gesaved haben. Die haben nichts gesaved, die ganzen Kisten. Aber wir haben doch diese eine Kiste da gesehen, außer es gibt eine vergrabene. Das glaube ich nicht. Das war auch noch meine Idee, wir sollten wirklich was verbuddeln irgendwo. Nochmal so, Emerald gefunden. Emerald bringt dir, glaube ich, nicht. Ihr seid irgendwie aber sehr, sehr auf Mining, ne? Also ihr meint echt viel, kann das sein? Ja, aber... Ja, wir haben ja auch noch, deshalb, das ist ja... Eure Base ist ja verdammt auffällig, die wissen ja, wo ihr seid. Mhm. Und wir sind ja auch ähnlich wie sie, wir sind unauffällig. Aber das war gut von denen, dass die sich im Wald versteckt haben. Weil das war extrem klug. Also wir, die, und auch noch so flach alles gebaut. Also hätten die irgendwie echt nur diese Löcher in den Boden gegraben. Das hätte doch keiner mitgekriegt. Das hätte absolut keiner mitgekriegt. Aber sie mussten ja irgendwas da oben drauf. Aber wenn die jetzt merken, dass Rache bei euch nichts bringt, dann bringt Rache bei uns vielleicht umso mehr, ne? Das ist aber die haben ja keine Chance. Ich will denen einen Ausgleich geschenken, ich fühle mich so schlecht, aber ich will denen auch nichts Tolles geben. Deswegen, also wir können denen... Na, wir können denen Block Dreck geben. Oh, nee. Demütigen. Das wäre ja so richtig mies. Ich glaube, das wäre so ein bisschen provokant. Ja, das, also dann wäre ich aber richtig doll krieg. Dann wäre er richtig. Ja, wir wollen es nicht übertreiben. Wir haben schon übertrieben, glaube ich. Na? Nö. Ich bin mal gespannt, wie die reagieren nachher. Wow. Ja, wir haben ja nachher nochmal Nachbesprechungen und so. Böse. Das so. Wie schätzt ihr sie ein? Sind es solche, die dann so ein bisschen... sie werden es... Also ich hoffe mal nicht, dass sie es böse uns... ja, natürlich, also in Spielen werden die uns das Böse nehmen, aber die werden schon nicht... Also, da ist jemand. Also wir sind bei Schorkai, uns. Schorkai, da ist Schorkai. Schorkai, okay, ich bin mit dir Schwert da. Gerade noch, ich fühle mich so schlecht, ich will ihn ausgeben. Okay, er hat doch ein Goldschwert. Er hat ein Goldschwert. Oh, süß. Komm, wir machen Frieden, Marcel, wir zeigen es rechtsklick. Oh, das ist doch so pussyhaft. Nö, wieso? Er war in unserem Territorium. In unserem Territorium. Okay. So. Ja. Ich hab doch nichts gemacht. Also, wir haben ja nur zugeguckt. Wir haben da gar keine Schuld. Nee, also. Wir tragen hier als Hallo? Weißt du, ich hab draußen gearbeitet. Das ist, hallo? Ihr habt uns erpresst. Wir haben die gar nicht getötet. Das ja, alles wir wollten nur. Das gar nicht. Die haben gesagt, nee. So, Nico, ich hab echt viel gerade in meinem Inventar. Dann komm mal lieber wieder rein. Sag mal, wo ist denn eigentlich Jonas? Nein. Ingeborg? Nein! Was? Nein, wo ist Ingeborg? Haben sie getötet? Das wäre schrecklich. So, ey, das gibt das Krieg. Ja! Jetzt gibt's aber wirklich Krieg. Was haben sie gemacht? Ich hab's nicht... Ingeborg ist weg. Ingeborg? Ja. Das ist was Schreckliches für uns. Das ist die quasi... haben Ingeborg getötet. Die sind ja wohl des Wahnsinns. Das kann ja wohl nicht Warzenschwein. Aber Schwanke ist doch selber schuld. Wieso läuft er überhaupt an unserer Burg genau vorbei? Wenn er mich sogar noch sieht. Er hat mich doch bestimmt gesehen. Also das... Ich fühle mich trotzdem noch schlecht. Ich nicht. Ich baue jetzt ein Haus in unsere Base und bin traurig. Nico, du müsstest mir mal irgendwann bald helfen, hier aus. Oh, da sind massig Namen. Hä? Na, wahrscheinlich kommen da sind schon wieder massig Namen, Marcel. Oh, alles klar, Jonas, bist du auch gerade voll der Vermutung, dass wir einfach, wenn wir ans Ende der Mine gehen, ich glaube, da sind wir ziemlich genau unter eurer Burg. Jetzt mal ohne Scheiß. Könnte sogar hinkommen. Komm, Marcel, wir gehen, wollen wir, was ist denn mit denen jetzt? So, was? Schicke Hütte. So. Jetzt müssen wir freundlich tun. Komm, wir tun freundlich. Das sind nur die, die mir nicht neutral gegenüberstehen. Das ist nur West Companies. Also das wäre böse, die jetzt zu töten. Die haben echt nichts. Ja. Das. Ja. Von UP auch nicht mehr. Ja, die haben auch nichts mehr. Ach doch, komm, jetzt. Die hatten was. Aber jetzt nicht mehr. Ich möchte trotzdem verfolgen, wo der Ossi langläuft. Der läuft so ein bisschen davor. Die gucken sich das Ganze hier an, was wir hier echt irgendwie Mords... Also, was wir hier echt für ein
Ja, was ist hier für eine Wand einfach? Wir haben auf jeden Fall auch schon richtig viele Kühe und so. Und das Weizen wächst jetzt auch ordentlich. Das macht richtig was hier. Okay. Nico, wir brauchen aber irgendeinen ordentlichen Eingang. Wir sollten auch auf Zeit achten. Ich hoffe, du guckst du einfach immer auf Best Companies. Also ich glaube, die werden nichts Schlimmes machen, aber... Wir haben noch eine Minute, glaube ich. Wir haben noch eine Minute, genau. Ich bin jetzt gerade ein bisschen beim Feld. Ja, wir haben noch eine Minute, stimmt. Ich werde jetzt ein bisschen das Feld umpflanzen. Guck mal du bitte kurzzeitig auf Best Companies. Denn so richtig, es ist immer eine Gefahr, wenn die bei einer Base sind. Also gucken wir mal, was daraus wird. Aber bei uns kann man einen Ohm nicht angreifen. Das ist einfach, Und ich glaube, es wird jetzt auch langsam Nacht und dann werden wir wieder unsere paar Stunden brauchen. Nö, die sind gerade immer nur so ein bisschen davor. Die sind hier im Wald ein bisschen umher. Wir können ja mal unsere Pläne sagen, was wir eigentlich vorhatten, als ich braten kommen wollte zu euch letzte Folge. Habe ich eigentlich geplant, vielleicht mal so ein bisschen was mitgehen zu lassen. So, Marcel, und was habe ich dir gesagt? Und als was hast du mich bezeichnet, als ich dir was gesagt habe? Ich glaube ja immer nur an das Gute in den Menschen. Du glaubst ja immer nur an das Gute in den Menschen. Nico, hier ist ganz viel Brotzeug grundsätzlich für dich. Nicht fröhlich. Also es war zumindest eine Idee. Es war eine Idee und ob diese Idee dann, nee, in Wirklichkeit bitte ja nicht, wir haben unseren Friedenspakt hier, den sollten wir mal unterzeichnen. Ob diese Idee dann auf keinen Fall wirklich wird, ach, das ist eine schlechte Überleitung zum Tschüss sagen von dieser Folge von Global World. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis dahin. Ja, ich würde sagen auch Tschüss. Und Tschüss. Ja.